Der angebliche Kettensägen-Eklar-Umstar-Kicker Jens Lehmann, 52, ist so skurril, dass es sich kein Daily Soap-Autor besser hätte zusammendichten können. Zur Erinnerung, am Montag, 25. Juli, soll der Ex-Torwart mit einer Kettensäge den Dachbalken der Nachbarsgarage beschädigt haben, weil diese ihm die Sicht auf den Starnberger See versperrte. Mittlerweile soll Lehmann laut Bild sogar die Polizei angezeigt haben, da diese die Vorkommnisse am Montagnachmittag falsch wiedergegeben habe. Welche Folgen die vermeintliche Kettensägenpause haben könnte, ist unklar. Jens Lehmann scheint die Dinge derweil entspannt angehen zu lassen. Am Donnerstagabend zeigte er sich entspannt auf einer Agenturparty in München. Jens Lehmann feiert mit Fußballhelden in München auf einer Dachterrasse im Münchner Osten. Feiert Jens Lehmann mit Freunden und Wegbegleitern gelöst bei DJ Beats und Grillbuffet. Lehmann, im lässigen schwarzen Hemd mit aufgeknöpftem Kragen und Bierflasche in der Hand, unterhält sich hier bestens gelaunt mit Ex-FC Bayern-Star Andreas Ottel. Auch mit Borussia Dortmund Sportdirektor und Ex-Nationalspieler Sebastian Kehl kommt er an der Bar ins Plaudern. Zahlreiche Sportfans sprechen Lehmann im Laufe des Abends an, geduldig posiert der 52-Jährige für Handyfotos. Stets entspannt, stets ein kleines Lächeln auf den Lippen. Mit Bunte.dr wollte Lehmann an diesem Abend nicht über die Ereignisse der Woche sprechen, auch ein offizielles Statement zum Nachbarszoff blieb von der Seite des Ex-Starspielers bis dato aus.